Meine lieben Zuschauerinnen, meine lieben Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem YouTube-Kanal Elektrotechnik Basis 123. In dieser Videoaufnahme behandeln wir den elektrischen Wirkungsgrad, wie er berechnet wird, wovon er abhängt und noch zusätzliche Eigenschaften vom elektrischen Wirkungsgrad werden wir uns in diesem Video ausarbeiten. Auch werden wir zum Ende der Videoaufnahme eine Beispielaufgabe zum Wirkungsgrad berechnen, damit der theoretische Kenntniserwerb in dieser Videoaufnahme zum Wirkungsgrad vertieft wird. Allgemein gilt, mit der Energie können wir Arbeit verrichten. Damit ist die Energie gleich das Arbeitsvermögen. Dabei sind verschiedene Energiearten vorhanden. Zum Beispiel elektrische Energie in Wattstunden oder Kilowattstunden, mechanische Energie in Newtonmeter, chemische Energie, Wärmeenergie, Kernenergie, Lichtenergie und weitere Energiearten. Die Energie allgemein erklärt, kann nicht vernichtet werden, sondern wird von einer Energieform in eine andere Energieform umgewandelt. Zum Beispiel bei elektrischen Motoren wandeln wir die elektrische Energie in mechanische Energie um. Jetzt ist die Frage, was verstehen wir unter dem elektrischen Wirkungsgrad? Der elektrische Wirkungsgrad ist das Verhältnis der abgegebenen Energie zur zugeführten Energie. Die elektrischen Verbraucher wandeln die zugeführte elektrische Energie nur mit Verlusten, meist sind es Wärmeverluste, in die abgegebene Energieart um. Die Formel für die elektrische Wirkungsgradberechnung lautet Eta ist gleich P ab dividiert P zu. Wir können das auch weiter so umformen mit diesen Formeln. Was diese Formelzeichen bedeuten, haben wir hier notiert. Außerdem können wir auch Eta mit W ab dividiert W zu berechnen. Was diese Formelzeichen bedeuten, haben wir hier notiert. Diese Formeln gelten nur, wenn die Aufnahme und die Abgabe der elektrischen Leistung oder der Arbeit zur gleichen Zeit erfolgt. Wir können es auch hier bildlich sehen. Hier haben wir die Aufnahme, die zugeführte Leistung, Wirkleistung, die zugeführte Arbeit, elektrische Arbeit. Und hier in diesem Bereich haben wir unseren elektrischen Verbraucher oder eine elektrische Maschine oder einen Transformator, allgemein einen elektrischen Prozess. Hier sind auch die Verluste, die Gesamtverluste. PV, die Verluste der Leistung, Verlustarbeit und hier ist dann die abgegebene Leistung oder abgegebene Arbeit. Gemäß dieser Formeln kann der elektrische Wirkungsgrad höchstens 1 bzw. 100% theoretisch werden. Dies würde bedeuten,
dass die abgegebene Leistung oder die elektrische Arbeit gleich der zugeführten elektrischen Leistung, Wirkleistung oder der elektrischen Arbeit ist. Nur in der Praxis, wie auch auf dem Bild gesehen, haben wir immer in der Umwandlungskette Verluste. Deshalb ist der elektrische Wirkungsgrad immer kleiner als 1 oder also kleiner als 100%. Der Wirkungsgrad kann als Dezimalzahl angegeben werden oder in Prozentzahl, wenn wir noch das Ergebnis hier mit 100% multiplizieren. Haben wir eine Prozentzahl. Hier nochmal multipliziert 100%, dann ergibt sich der Wirkungsgrad Eta mit Prozentzahl. Sonst, wenn wir so diese Formel nehmen, haben wir eine ganz normale Dezimalzahl. Oder diese hier, diese Formel. Um den elektrischen Wirkungsgrad bei hintereinander geschalteten elektrischen Prozessen zu berechnen, müssen wir die einzelnen elektrischen Wirkungsgrade der einzelnen elektrischen Prozesse multiplizieren. Dann ergibt sich unser gesamtelektrischer Wirkungsgrad gleich Eta 1 multipliziert Eta 2 und so weiter bis Eta n. Meine lieben Zuschauer, wir beenden hier das erste Teilvideo zum elektrischen Wirkungsgrad. Aber wie schon am Anfang dieser Videoaufnahme erwähnt, werden wir im zweiten Teilvideo zum elektrischen Wirkungsgrad ausführlich eine Beispielaufgabe aus dem Fachgebiet der elektrischen Energieversorgung berechnen. Auch werden wir weitere Eigenschaften vom elektrischen Wirkungsgrad besprechen. Das zweite Teilvideo dazu veröffentliche ich als nächstes Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Auch werde ich in der Zukunft viele Videos im Bereich der Elektrotechnik hier auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Bleiben Sie weiterhin aktuell auf meinem YouTube-Kanal. Dazu empfehle ich Ihnen einfach, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Denn das Abonnieren von meinem YouTube-Kanal ist für alle Zuschauer kostenlos. Bewerten Sie auch diese Videoaufnahme. Wenn Ihnen in dieser Videoaufnahme etwas aufgefallen ist oder wenn Sie einfach zu diesem Themenbereich etwas sagen möchten, können Sie dies gerne im Kommentarbereich unter dieser Videoaufnahme notieren. Bleiben Sie, meine lieben Zuschauer, in Ihren Kommentaren dabei fair und sachlich. Ich wünsche Ihnen gesunde und erfolgreiche Tage. Auf Wiedersehen.